Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich zunächst herzlich bedanken, liebe Kerstin, für die Einladung und auch für die sehr schöne Vorstellung. Über die große Kolonisation, wollte ich sagen, sehen Sie das so? Die große Kolonisation der Griechen zu sprechen, ist von einer ganz besonderen Aktualität, was auf den ersten Moment gar nicht deutlich ist. Ich spreche von einem Zeitraum zwischen 750 und 550, grob gesagt. Die Aktualität ist mir heute Morgen bei der Frühstückslektüre des Tagesspiegel aufgefallen, wo es ein Interview mit einer Kollegin, Heidrun Friese, einer Expertin für Migrationsprozesse und Migrationsgeschichten gibt, über die katastrophale Situation im Mittelmeergebiet. Aber wenn wir vom Mittelmeergebiet als einer Einheit sprechen, dann taucht die Voraussetzung dafür, dass wir das tun, zum ersten Mal in dieser Zeit auf. Als Griechen sich in den Küsten des gesamten Mittelmeergebietes oder großer Teile des Mittelmeergebietes ausbreiteten, im Gefolge der Phöniker, die ihre Heimat im heutigen Libanon hatten. Zwei große und sehr weiträumige, extreme Migrationsprozesse, die jedenfalls im Falle der Griechen auch eine enorme Bedeutung für die Herausbildung einer kollektiven griechischen Identität gespielt haben, einer Ethnogenese, die schon am ersten Blick uns auffällig erscheint, wenn wir verstehen wollen, dass Griechen von Spanien, also Griechen sitzen in Spanien und heute noch kündet der Name Ampurias in Katalonien von dem griechischen Wort Emporion, Handelsstützpunkt, bis nach in die Mündung des Don in Tanais. Und im 4. Jahrhundert hat der Philosoph Platon gesagt, die Griechen sitzen um das Mittelmeergebiet und um das Schwarzmeergebiet herum wie Frösche und Ameisen um einen Teich. Aber wie sind Leute, die sich auf dieser Entfernung ausdrücken, wie kommen die dazu, sich als eine Nation zu fühlen? Darüber werde ich sprechen, aber vor allen Dingen auch, wie wir, das wird mein zweiter Teil sein, wie wir diesen komplizierten Prozessen der Migration, Expansion und Besiedlung und Kolonisierung nachspüren. Und in einem dritten Teil werde ich dann zu zeigen versuchen, wie das eigentlich weitergehen könnte. A, in der Forschung und B, was wir über die Wissenschaft hinaus daraus lernen können im Umgang mit aktuellen Migrationsprozessen. Der Hintergrund, also in meines ersten Teiles, klassische Diskurse oder griechische Diskurse, ist das, was man etwa Vorstellungsgeschichte, Geschichte von bestimmten Vorstellungen nennen könnte, die eben relevant sind für die Herausbildung einer Identität. Die wird gerade durch Migrationsprozesse herausgefordert, beendet oder gefördert. Denn im Zuge von Migrationsprozessen kommt es in der Regel zu vielfältigen Kontakten mit Fremden, mit Angehörigen anderer Kulturen. Und solche Identitätsprozesse kommen eben zustande durch Beobachtungen, durch Wahrnehmungen, die sich dann verfestigen zu Kategorisierungen und schließlich zu Zuschreibungen führen. Die sind so und wir sind so. Und das ist immer relational aufeinander bezogen, das Wir und das Die oder Sie. Das kann Abgrenzung sein oder alles Mögliche. In traditionellen Gesellschaften, und das ist in der griechischen Kultur nicht anders als in anderen, ist das Schema, in das solche Zuschreibungen von Gruppen gefasst wird, die Verwandtschaft. Man ist entweder verwandt oder nicht verwandt. Das ist eine ganz elementare Zuordnung. Die kann man überall beobachten. Und schon der Begriff Verwandtschaft signalisiert, dass es zum einen natürlich, es gibt Leute, mit denen man nicht verwandt ist, aber innerhalb der Verwandtschaft gibt es sehr, sehr viele Abstufungen, von engeren zu weiteren Kreisen. Also diese Form der Definition von wir und sie ist nicht zwingend eine polare
binäre, ausschließende, sondern kann genauso gut eine inkludierende, einschließende sein. Verwandtschaftsgrade. Wir sprechen also von graduellen Unterschieden neben qualitativen oder definitiv größeren Unterschieden. Das ist ganz wichtig zu beachten, dass dieses ursprüngliche Zuordnungsmodell durchaus nicht auf komplette Abgrenzung ausgerichtet ist oder ausgerichtet sein muss. Wir haben so ein griechisches Modell, uralt, hier sind die Götter alle mal sortiert, wie sie in einem Epos von Hesiod etwa 700 vor Christus zum Ausdruck kommen. Wir haben aber ein noch viel verbreiteteres Modell in der sogenannten Völkertafel im Alten Testament, also Genesis 10, wo man dann alle möglichen Völker auf bestimmte Vorfahren zurückführt und damit zugleich in einen archetypischen Ursprungskontext zurückverfolgt. Wenn wir das nun bei den Griechen uns anschauen, da sind nicht nur die Götter, sondern was dann am Ende kommen nun, hier fängt die Welt an mit dem Chaos. Das ist das Tohu Wabohu sozusagen des Alten Testaments. Und dann gibt es Götter und schließlich gibt es Menschen, da gibt es eine Sündflut, auch bei der Sintflut, auch bei den Griechen, das überlebt nur ein Paar und die zeugen unter anderem einen Sohn und der heißt nun zufälligerweise oder eben nicht zufälligerweise Hellen, Grieche, Helene. Und er hat wiederum Söhne, die miteinander verwandt sind als Brüder und ihrerseits wieder Abkommen haben. Und die Griechen haben ihre inneren Beziehungen nach diesem Verwandtschaftssystem geordnet. Das ist das Erste. Sie haben also genealogisiert. Und das Zweite ist, sie haben diese Genealogien, haben sie räumlich gefasst, sie haben sie verräumlicht. Und da kommen wir nun zu den Migrationen. Sie haben festgestellt, aufgrund von sprachlichen Beobachtungen, aufgrund von Beobachtungen religiöser Praktiken, von Normen und Sitten, dass es bei ihnen Unterschiede gab. Das Erste und Dramatische ist die Sprache. Man spricht unterschiedliche Dialekte. Und auch heute weiß jeder, der in einem starken Dialektfeld aufgewachsen ist, dass diese Dialekte ganz kleinteilig sein können. Also wenn Sie zum Beispiel in die Schweiz gehen, ich lebe ja in Freiburg, da passiert einem das öfter, dass man mit Schweizern zu tun hat oder dass man da hinkommt. Und man merkt erstmal, wenn die richtig Dialekt sprechen, erstens versteht man sie praktisch nicht oder nur mit Mühe. Also das ist sehr weit weg von dem, was mir als Deutsch vorkommt. Und untereinander haben die aber auch ganz, ganz viele. Die sagen nicht Schwitzerdütsch, sondern Basler Ditsch und Zürcher Ditsch. Und das sind schon die Dialekte, die in Bern, Basel, Zürich gesprochen werden. Und dann gibt es aber noch ganz, ganz viele Unterdialekte. Und jeder kann hören, wo die herkommen. Und so bildet man Differenzen, markiert Differenzen, vor allen Dingen durch sprachliche Merkmale. Und das haben die Griechen auch gemacht. Und sie haben Dialekte, die wir auch noch kennen, wie das Dorische, mit einem gewissen Doros verbunden oder mit das Äolische, mit einem Aiolos und so weiter und so fort. Dann konnten sie sehen, wo leben Leute, die diesen Dialekt sprechen oder was Ähnliches oder jenen Dialekt sprechen. Und wenn man feststellte, dass Sprecher des Dorischen hier im Zentrum, in der Doris, der Landschaft Doris, aber auch auf der Peloponnes und in anderen Regionen, zum Beispiel auf Kreta, in Südwest, der heutigen Südwesttürkei, auf der Insel Karpathos, auf diesen südlichen ägäischen Inselbogen, dann erklären sich die Menschen, dass zunächst, ja, die müssen irgendwie dahin gekommen, gewandert sein. Und so gibt es einen engen Zusammenhang zwischen diesen Identifikationsprozessen und Wanderungsprozessen. Und so haben die Griechen von Anfang an, soweit wir das überhaupt beobachten können, diese Fülle der internen Differenzen durch Wanderungen erklärt. Zunächst in ihrer, sagen wir mal, älteren Heimat, also in dem südlichen Teil der Balkanhalbinsel und in der Ägäis schließlich in Kleinasien. Und dann, als sie diese große Expansion erreichten, von der ich gesprochen habe, Sie sehen die Griechen hier markiert in diesem ockerfarbenen, das sind die Gebiete, wie die Frösche um den Teich. Hier auch, ja. Die anderen Zonen, das sind die Phöniker, auf die ich ganz kurz nachher auch noch zu sprechen komme. Also, hier kann man das besonders gut erkennen,
dass man dann diese verschiedenen Varianten auch sich erklärt hat als Wanderungen. Nicht nur sind die Dorier von der Peloponnes über Kreta nach Kleinasien gewandert, wie man sich vorgestellt hat. Ob das historisch war oder nicht, darüber streiten wir uns noch in 1000 Jahren wahrscheinlich. Aber klar ist, dass die Griechen sich das so gedacht haben. Deswegen muss es aber nicht stimmen. Auf dieses Problem komme ich zum Schluss noch zurück. Aber nun haben sie sich auch gedacht, die sind aber auch von hier nach Sizilien gekommen. Da gibt es dorische und ionische Griechen und so weiter. Nun, wie kommt es aber, wenn die Leute um 550 vor Christus in diesem riesigen Areal leben, dass sie nicht sagen, dass diese Griechen nicht sagen, ja, wir sind Kelten oder Keltiberer oder wir sind, was haben wir denn mit denen hier vom Don, von Tanais zu tun? Und da gibt es nun Möglichkeiten von unvielfältigsten Kommunikationen, nicht nur durch Handelsaustausch oder durch den Austausch von Eliten, die viel unterwegs sind. Wir sprechen dann von Peer Policy Interaction, sondern vor allen Dingen treffen sich die Griechen, die begeisterte Wettkämpfer waren, zu kultischen Wettbewerben, zu kultischen Spielen. Und da gibt es Zentren, wo Griechen aus der Umgebung zusammenkommen oder auch alle Griechen, die Panhellenes, alle Griechen in bestimmten Rhythmen. Am prominentesten ist das, und darum freue ich mich auch, dass mein Freund Wolf-Dieter Heilmeier heute bei uns ist, mit dem ich vor einigen Jahren diese schöne Olympia-Ausstellung machen konnte. Eines dieser bedeutendsten Zentren ist Olympia. Da kommen die aus dieser ganzen Welt peu à peu zusammen. Und gerade am Ende dieses Zeitraums der Kolonisation ist das deutlich ausgeprägt. Und da unterscheidet man dann auch schon nicht nur die graduellen Differenzen der Griechen, sondern dann unterscheidet man auch schon zwischen Griechen, wir und den anderen, den Blabla-Sprechern, den Barbaroi, denen, deren Sprache man eben nicht versteht, die man nicht so kategorisieren kann. Da gibt es eine sozusagen binäre oder polare Entweder-Oder-Differenzierung, die aber noch gar nicht, ursprünglich auch noch nicht unbedingt bedeutet, dass man die anderen, dass man den anderen unbedingt feindlich gegenübersteht oder sie verachtet. Da gibt es eine ganze Fülle von Optionen, wie die Griechen mit Nicht-Griechen umgehen. Das bleibt auch so, weil es gibt eine kleine Veränderung, auf die ich noch dann zu sprechen komme. Hier traf man sich. Hier wurde nicht nur in Einheit Wettbewerb betrieben, hier wurden auch Lieder gesungen von Poeten, die alle dann verstanden, in bestimmten von diesen Dialekten abgeleiteten literarischen Kunstsprachen. Also zum Beispiel beim Singen und Tanzen im Chor sang man in dorischem Stil. Ja. Im Epos oder in verwandten Gattungen, in der Elegie, im ionischen Dialekt, in einem Kunstdialekt. Und den haben alle verstanden. Das war so etwas wie ein Hochgriechisch. Aber das förderte natürlich die Kommunikation bei solchen Anlässen, aber auch bei vielen, vielen anderen Festen in dieser enorm kommunikativen Kultur. Und dann hat man eben dieses Modell. Sie sehen hier nochmal die Ausdehnung der Griechen auf dieser Karte. Und man hat dann da einfach dieses Modell der dorischen Wanderung, das habe ich Ihnen schon gezeigt, eben auf die anderen Gebiete übertragen. Später, dies ist ein etwas anrüchiges Bild aus der späteren Zeit. Am Ende gibt es eine Konstellation, wo sich Griechisch und Barbarisch durchaus feindlich gegenübersteht, wo sich das zu einer Konfliktkonstellation zuspitzt. Das ergibt sich aber im Verlauf der griechischen Geschichte erst am Anfang des 5. Jahrhunderts durch die Perserkriege, also durch den Freiheitskrieg, den Freiheitskampf der Griechen gegen das persische Weltreich. Da kommen so Diskurse davor, die diesen barbaren Begriff sehr stark antithetisch aufladen und auch moralisch aufladen. Dann verachtet man den Barbaren. Man schreibt ihm entweder zu viel Luxus zu, überfeinerte Kultur oder zu wenig. Dann ist er der primitive Barbar, so wie der Skythe oder der Kelte oder, falls man den kennenlernte,
der Germane. Das ist die sogenannte Eurymedon-Vase, die wohl eine Anspielung an die Schlacht am Eurymedon ist, eine große Schlacht in der Südtürkei, heutigen Südtürkei, zwischen den Athenern und als Anführer der Griechen und den Barbaren, in dieser sprechenden Geste. Im Grunde aber haben wir dann den Grundsatz gelegt, mit diesen beiden Varianten der griechischen Selbst- und Fremdzuordnung und ihrer Konnotation mit Migrationen, dafür, dass wir in der modernen Geschichtswissenschaft und Altphilologie seit dem 19. Jahrhundert unsere eigenen Konzepte zunächst einmal an denen der Griechen ausgerichtet haben. Wir sprechen deswegen auch noch heute von dorischen Kolonien, von ionischen Kolonien, achäischen Kolonien und so weiter. Das Einzige, was hinzugekommen ist und was auch dieses griechische Migrationsmodell geprägt hat, ist zu diesen eher fiktiven Stämmen, die von den Sprachen hergeleitet sind oder mit den Sprachen zusammenhängen, ist die Polis, die eigentliche politische Grundeinheit der Griechen, die Bürgergemeinde, die zugleich ein staatsrechtlicher Verband ist, ein religiöser Verband und zugleich auch ein Kriegerverband. Und dann ist die Polis, die Stadt, der Stadtstaat, wie wir sagen, der Bezugspunkt. Das kombiniert sich. Die Athener sind Ioner, die Spartaner sind Dorier und so weiter und so fort. Das geht dann Hand in Hand, sodass man hier dann bei modernen Rekonstruktionen einerseits von dorischen, aber auch von korinthischen Kolonien spricht. Aber die korinthischen Kolonien sind auch Teil der dorischen Kolonien und die Griechen haben diese Differenzierung auch politisiert, vor allen Dingen im 5. Jahrhundert. Das ist der Stand, das heißt, die Griechen haben ein sehr klares, im Einzelnen, das kann ich nicht ausführen, im Einzelnen differierendes, aber insgesamt sehr klares Modell von Selbst- und Fremdzuordnung gehabt, in das sie einen riesengroßen Raum integrieren konnten. Und wesentlich ist, dass wir dieses Modell der Griechen zunächst jedenfalls im Wesentlichen übernommen haben, zum Teil relativ unkritisch. Ich fasse jetzt also den ersten Teil zusammen. Wir haben Migration als ein Modell, das relativ leicht erklärt, warum Menschen, die man als ähnlich wahrnimmt, in ihrer Sprache, in ihren Sitten, ihren Gebräuchen, ihren religiösen Praktiken, warum die miteinander zusammenhängen, obwohl sie so weit getrennt sind. Erklärungsmodell, die sind irgendwann gewandert. Zweitens hat man dann solche Klassifizierungen oder Typisierungen in der Regel in eine weit zurückliegende Vergangenheit transportiert, möglichst dicht an die Entstehung der Welt, damit man sagen konnte, wir sind ganz alt. Oder unsere Vorfahren waren schon immer in diesem Land. Das gehört uns also, ist dann die Schlussfolgerung. So sind dann die Thessaler in Griechenland Nachkommen des Aiolos. Und Aiolos ist ein Sohn des Hellen. Und Hellen gehört zu denen, die nach der Sintflut neu angefangen haben. Und die hängen wiederum mit den ersten Generationen der Götter zusammen, die mit der Weltentstehung verbunden sind. So rechnet man, und die Griechen hatten so eine Abstammung im Kopf, obwohl häufig das, was da historisch behauptet wurde, erst ein spätes Konstrukt war, indem man diese Wahrnehmungen und Zuschreibungen, die man hatte, zusammenfasste. Deswegen heißen diese frühen Stammväter in Anführungszeichen eben auch so, wie die Gruppen heißen. Man hat aus dem Gruppennamen die Vorfahren erschlossen, aus den Doriern oder Doros, aus den Aiolern, Aiolos, aus den Hellenen, Hellen. Das sind ganz geläufige Mechanismen. Also Verräumlichung durch Migrationsvorstellungen, Typisierung, Historisierungen durch Rückprojektionen in die Vergangenheit. Und was sich dann im Laufe der immerhin von Jahrhunderten herausbildet, ist eine stärkere Kategorisierung, eine stärker antithetische oder polarisierende Vorstellungen, die sich dann auch mit Überlegenheitsvorstellungen verbinden kann. Wir sind besser. Das ist aber auch nichts, was den Griechen vorbehalten ist. Das ist eine typisch
ethnozentrische Sichtweise, die man in vielen Kulturen beobachten kann. Und wie gesagt, zum Schluss noch, wir haben in unserer eigenen Wissenschaftsgeschichte, wie das eigentlich auch durchaus verständlich ist, diese Konzepte, Vorstellungen, Diskurse der Griechen zunächst übernommen. Wir haben schnell, oder wir, das heißt die ersten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, haben schnell erkannt, dass da ist zurückprojiziert worden, das ist nicht direkt glaubhaft. Aber dass es solche Stämme gab und dass die gewandert sind. Also diese beiden ersten Punkte sind in vielen gängigen Vorstellungen zur griechischen Geschichte, in vielen Handbüchern noch heute zu finden. Nun zu meinem zweiten und Hauptteil. Hier geht es jetzt um die Recherchen, das heißt, was machen wir jetzt eigentlich? Wie gehen wir jetzt mit diesem Thema aktuell um? Was ist sozusagen der Stand der Forschung und insbesondere der archäologischen Forschung? Ich habe ja gesagt, dass die Griechen auch klare Konzepte hatten, wie das mit dieser Kolonisation ablief. Die Polis spielt eine Rolle und wir können jetzt nochmal zurückspringen. Ups, jetzt bin ich, sorry, da wollte ich noch gar nicht hin. Ja, wir haben dann hier eine Polis und das ist dann, die nennt man dann Mutterstadt. Und dann gibt es so ein geläufiges Modell, das kennen wir aus den Autoren des 5. Jahrhunderts vor Christus. Mutterstadt mit einem, sucht einen Anführer aus, mit Hilfe des Orakels, den Gründer, den Eukisten oder Ktistes, Gründer. Und der fährt mit Leuten aus der Polis und anderen irgendwo hin und bildet eine Pflanzstadt, eine Kolonie oder wie die Griechen sagten, eine Apoikie, eine Ansiedlung, die abstammt von der Mutterstadt. Dieses Modell ist das, was auch heute noch weitgehend in der Forschung ebenfalls übernommen wird und es hat auch als Rahmen gedient für die archäologischen Forschungen, die nun für die Geschichte der großen Kolonisation und jeden Fortschritt, den wir heute überhaupt noch erzielen können, von entscheidender Bedeutung sind. Das heißt, ich werde jetzt in diesem Teil vor allen Dingen über die Archäologie sprechen und ich bin zwar Althistoriker, aber ich fühle mich ein bisschen legitimiert, auch über Archäologisches zu sprechen, weil ich ja immerhin mal Präsident des Deutschen Archäologischen Institutes war, obwohl das vielleicht nur ein äußerer Grund ist. Als man begonnen hat, jetzt zu konfrontieren, was man findet in Kolonialplätzen mit modernsten, jeweils modernen archäologischen Methoden, hat man Keramikchronologie gemacht. Besonders wichtig ist in dieser Hinsicht das Buch, was ich hier links erwähne, immerhin schon von 1931, aber das ist ein Klassiker. Das ist eine Erforschung der korinthischen Kunst, weil man dort eine besonders gute Materialgrundlage hat in Korinth selber und in einem Heiligtum, das gegenüber von Korinth auf dem Isthmus liegt. Das ist ganz wichtig, da gibt es also eine Fülle von archäologischen Reihungen und diese Keramik findet man dann auch in den früheren Schichten der Koloniegebiete in Sizilien, unter Italien und so weiter. Und die kann man nun, oder muss man irgendwie datieren. Und das hat man begreiflicherweise, und das ist auch noch in dem Buch, was ich hier rechts, das ist ein Überblicksbuch von Leighton, das macht man mit Hilfe der antiken Texte natürlich. Was soll man auch machen? Man hat, das ist das Buch, was Leighton, also Sicily Before History, also das Archäologische zur Geschichte von Sizilien, und sagt man, ja, man stützt sich vor allen Dingen auf die Chronologie des Thukydides. Der hat sehr präzise Daten. Und so sieht man hier, der ist zwar nicht ganz zuverlässig, aber er gilt im Wesentlichen immer noch als zuverlässig. Ob zu Recht oder zu Unrecht, wissen wir aber gar nicht so genau. Aber hier haben Sie dann die Daten, der gibt genaue Jahresdaten und dann wird man dazu, korreliert man diese verschiedenen Stufen der Vasen, der Vasenmalerei, des Dekors und der Form und der Ware und so weiter. Und dann braucht man gar nicht mehr den Text, sondern wenn man die Keramik findet an der Stelle, weiß man, das ist dann und dann, hier kommen die Griechen. Dabei sind es erstmal nur Töpfe oder Fragmente von Töpfen,
die möglicherweise von Griechen, aber auch anderen benutzt wurden. Denn Sie wissen, wenn Sie zum Beispiel ein Fragment einer Coca-Cola-Flasche in 2000 Jahren finden, muss das nicht bedeuten, dass ein Amerikaner da gewesen ist. Ja, aber so wird häufig argumentiert. Ja, das ist ein Grundproblem. Und das zweite Problem ist, wir übernehmen auch immer noch die antiken Angaben und halten sie für zuverlässig. Häufig, wenn sie uns gut in den Kram passen. Es ist aber ein großes Problem, das kann ich Ihnen nun als Althistoriker sagen, wie Thukydides zu diesen Daten kommt. Und es gibt Wissenschaftler, die sagen, das ist völlig unzuverlässig. Und damit ist auch die daraus abgeleitete Chronologie der Archäologen unzuverlässig. Ja? Aber nun passiert glücklicherweise auch in der Archäologie ein beträchtlicher Fortschritt. Man findet immer mehr, man korreliert die Chronologien. Man kommt von diesem simplen Modell weg, man findet Gegenstände, vor allen Dingen in interkulturellen Kontexten. Da ist die Insel Ischia, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, ein wunderbares Beispiel. Man findet also in solchen interkulturellen Kontexten, wo Leute aus verschiedenen Regionen des Mittelmeergebietes zusammengekommen waren, findet man Fragmente, die in unterschiedlichen chronologischen Systemen verankert sind. Also sogenannte phönikische Ware, die man nach anderen Kategorien datiert als diese hier, die griechische und weiteres. Und dann kann man neu korrelieren und kann diese Modelle oder diese Schemata korrigieren, modifizieren. Und in einem Sinne, sagen wir ruhig, eines wissenschaftlichen Fortschrittes ständig verbessern. Momentan sieht es so aus, das ist alles immer momentan, sieht es so aus, als ob das mit dem Thukydides ganz gut hinkommt. Was ich nun als Historiker wieder sehr schön finde, weil es ein Argument dafür ist, dass Thukydides möglicherweise gar nicht so schief liegt. Das kann ich dann beweisen, aber nicht durch dieses einfache Hin und Her, wie man häufig gemacht hat. Also ich finde jetzt Early Classic oder hier übrigens mal Late Geometrische, spätgeometrische Keramik oder so. Und das bestätigt Thukydides. Nein, wenn das von Thukydides abgeleitet ist, ist es nur ein Zirkelschluss. Aber wenn ich das mit anderen Materialien, diese Keramik neu erarbeite, diese Chronologie neu erarbeite, dann könnte es eine Bestätigung sein. Also das ist etwas, was wir auf jeden Fall vor Augen halten müssen. Dann gibt es eine ganze Fülle von zusätzlichen Methoden, die sich insbesondere in der Archäologie, aber auch nicht nur dort, auswirken. Zunächst einen Zuwachs an bestimmten naturwissenschaftlichen Methoden, die es uns erlauben, Dinge präziser zu datieren und auch zu lokalisieren. Also die Herkunft von Scherben zum Beispiel zu bestimmen mit Hilfe der Archäometrie oder der Metallurgie, die Herkunft von bestimmten Artefakten. Zum Teil auch zu datieren. Die Fülle der verschiedenen Möglichkeiten der Geowissenschaften, die in den letzten 20, 30 Jahren, das muss man so sagen, revolutioniert wurden. Ja, durch die Geophysik beispielsweise. Oder durch die Fernerkundung mittels Satelliten. Die haben eine große Auswirkung auch auf die Archäologie und die Siedlungsgeschichte generell. Die Isotopie lehrt uns, wie sich Individuen in Räumen bewegt haben, individuell. Und schließlich gibt es das noch im Aufbau befindliche und noch in einem, ich sag das mal so, jugendlichen Überschwang befindliche Gebiet der Paläogenetik, in dem derzeit so etwas wie eine Goldgräberstimmung herrscht und von der man sich besonders viel verspricht. Das lasse ich erst nochmal dahingestellt. Dann gibt es andere Konzepte, die mehr aus dem geisteswissenschaftlichen oder kulturwissenschaftlichen Segment kommen. Wir haben gelernt, unsere Texte neu zu lesen, die antiken, klassischen Texte, nicht mehr als Steinbruch zu benutzen, um da Informationen rauszuziehen. Thukydides, 6. Buch, Kapitel 2 bis 8 zur Chronologie Siziliens, sondern sie als ganze Texte im Sinne der Narratologie zu lesen. Da gibt es zum Beispiel ein wunderbares Buch von
Carol Dougherty The Poetics of Colonization. Und sie zeigt dann, dass in den Texten, die sich mit diesen Kolonisationsprozessen beschäftigen, ganz bestimmte narrative Strategien stricken. Das heißt, die Autoren, die ja ein Publikum überzeugen oder begeistern wollen, haben ganz bestimmte Strategien, in denen sie auch den Erwartungen des Publikums entgegenkommen. Das heißt, wir lernen besser kennen, wie diese Mechanismen der Diskurse waren, über die ich im ersten Teil gesprochen habe. Dann sehen wir den Punkt, der dieser Bereiche hier, der große Bereich der Kulturanthropologie, Materialität, da ist auch eine Menge passiert. Da geht es jetzt um die Frage der Konzeptualisierung. Gerade in Zeiten der Nachkolonialzeiten, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bilden sich nicht zuletzt in ehemaligen Kolonien, ganz besonders in Indien, Theorien des sogenannten Postkolonialismus aus, die uns nun keine zusätzlichen Informationen geben und nicht antike Strukturen besser verstehen helfen, die uns aber erklären, wie bestimmte Mechanismen historisch vergleichend ins Spiel gebracht werden können, wenn Kulturen sich begegnen. Besonders populär ist der von Homi Bhabha geprägte Begriff der Hybridität. Das heißt, wie man spricht ja bei Pflanzen, dass es Hybride sind, das heißt, es sind irgendwelche Mischungen oder Kreuzungen. Es kommt also häufig vor, dass Identitäten überhaupt nicht mehr eindeutig sind, sondern vielfältig gemischt in sehr unterschiedlicher Weise, sodass man auch sagen könnte, bin ich jetzt Inderin oder Britin, um nur mal dieses Beispiel zu nennen. Diese traditionellen Merkmale und der Union Jack und meine dunklen Haare und meine etwas dunklere Haut, was bin ich denn, Inderin oder Engländerin? Oder beides. Ja, also das ist das, was gerade in der aktuellen Situation aus verständlichen Gründen besonders thematisiert wird. Und da die Wissenschaft, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer auch Genossen, Zeitgenossen ihrer Zeit sind und von dem, was aktuell passiert, beeinflusst sind, hat das auch immer eine Rückwirkung auf unsere Erklärungsmodelle. Das muss nicht gleich richtig sein, aber man muss das mit bedenken. Ja, auch die Tatsache, dass wir jetzt gerade eine Ringvorlesung über Migrationen machen, hängt ja auch damit zusammen, dass das auch ein aktuelles Thema ist. Und wir uns sofort der Sache vergewissern, aber dann auch mit unseren Konzepten wieder an die alten Dinge, an die älteren Dinge herangehen. In diesem Bereich der Kulturanthropologie und des Kulturvergleiches müssen wir aber gar nicht auf unsere Zeit schauen. Es gibt schon ältere Modelle. Ich habe hier mal eines, es geht schon auf einen Artikel aus den 30er Jahren zurück von amerikanischen Sozialanthropologen, die einfach mal versucht haben, ganz klar zu definieren, wie läuft eigentlich Kulturaustausch ab, was spielt dabei eine Rolle. In einem sehr kurzen, programmatischen, sehr scientifischen Papier, dessen Bedeutung aber Ulrich Gotthard in einem Artikel im Zusammenhang des Freiburger Sonderforschungsbereichs Identitäten und Alteritäten für sehr hilfreich erwiesen hat. Ich selber bin ein großer Fan, das sage ich gleich, und ich werde auch nachher noch kurz skizzieren, warum, von Max Weber, der auch schon vor dem Ersten Weltkrieg mit sehr klaren Konzeptualisierungen uns auch hilft, kulturelle Austauschprozesse und damit auch Folgen von Migrationsprozessen besser zu verstehen. Besonders in diesem Rahmen sind aktuell besonders solche Kulturkontaktkonzepte, die von Middle Ground oder Third Space sprechen, das heißt, die nicht sozusagen die Gegenstände ins Auge fassen und gedanklich die Prozesse rekonstruieren, sondern an den Orten ansetzen, in denen die Menschen gelebt und sich sozusagen kulturell ausgetauscht haben. Da gibt es nur als Beispiel für eines der aktuellen Bücher von Denise Demetriou, ich glaube, es ist 2012 oder 2013 erschienen, Negotiating Identity in the Ancient Mediterranean. Also Identitäten werden ausgehandelt. Man kommt zusammen in Emporia, in Handelsplätzen,
in denen aber nicht nur Angehörige eines Ethnos sind, sondern verschiedener und die dann miteinander interagieren und so sich der einen oder anderen oder gar keinen Seite zuschlagen. So einen Raum könnte man dann Third Space nennen. Das ist dann weder, also wir sagen dann nicht, das ist eine griechische Kolonie, das ist eine phönikische Kolonie, sondern wir sagen mal, das ist erstmal ein Third Space, was, wir werden das sehen, zum Beispiel die Insel Ischia darstellen könnte oder dargestellt hat, mindestens zeitweise. Besonders populär, und das mag ich eigentlich auch sehr gerne, ist das Konzept der Glokalisierung, weil mit dem Third Space oder dem Austauschräumen ist man ja auf einem sehr kleinen Punkt. Die Insel Ischia. Aber da kommt aus dem Mittelmeergebiet alles, aus allen Ecken des Mittelmeergebietes kommt da etwas zusammen. Also man hat eben das Lokale, das ganz enge, kleinräumige und zugleich das Groß, den Großraum, das Mittelmeergebiet, die Phöniker, die bis in den Atlantik oder die Griechen, die im Schwarzmeergebiet bis nach Spanien Kontakte haben zum Teil. Das hängt dann plötzlich zusammen und dafür passt ganz gut dass der Begriff, der in unsere Zeit hineingeht, der Glokalisierung, und das ist typisch und finde ich ganz interessant und zeigt, wie hilfreich dieses Konzept ist, das durchaus ja zeitgenössisch ist, dass wir das nicht nur sehr gut anwenden können für unsere Mittelmeerwelt, sondern dass in dem gerade erschienenen Buch von Wolfgang Reinhardt über die Globalgeschichte der europäischen Expansion genau dieses Modell auch für die europäische Expansion, also den, was wir sozusagen den eigentlichen Kolonialismus bezeichnen, dass er dafür in Anspruch nimmt. Das ist ein sehr tragfähiges Modell. Was das Mittelmeergebiet betrifft, gibt es da schon einige Klassiker, etwa das sehr einflussreiche Buch von Peregrine Horden und Nicholas Purcell, The Corrupting Sea. Und da ist direkt von Mediterranean History die Rede, oder die Arbeiten von Irad Malkin aus Tel Aviv, die sich mit Netzwerken beschäftigen. Netzwerken sind ja auch, nicht? Da sind einzelne Punkte, Knoten in einem Netz, das aber viel, viel größer ist. Sie sehen auch hier, wie stark zeitgenössisches Erfahren auch unsere Rekonstruktionen prägt. Denn seit es das Internet gibt, redet man viel mehr von Netzwerken als vorher. Ich bin ja schon alt genug, um das sagen zu können. Da es bei den archäologischen Quellen, sage ich mal als Historiker, hauptsächlich um Relikte der materiellen Kultur geht, spielen auch neue Konzepte zur Materialitätsforschung eine gewisse Rolle. Nur als Beispiel, das ist auch ein Klassiker, man spricht im übertragenen Sinne vom Social Life of Things, wobei man das betont, dass es nur eine Metapher ist, denn die Dinge selber haben nichts an sich, sondern das ist auch etwas, was Menschen ihnen zuschreiben. Ja, ob das wertvoll ist oder nicht, im Zuge der Kolonialisierung bzw. des Sklavenhandels hat man bekannt mit Glasperlen die Leute abgespeist und dafür Gold bekommen. Also das ist alles eine Frage der Zuschreibung durch die Gesellschaft. Aber genau darauf kommt es an, wie in der neuen Forschung zur Materialität gezeigt wird. Und da ist nun auch Berlin aktiv. Also ich möchte jetzt nicht daran erfahren, wie das mit der Publikation dieses Tagungsbandes steht, aber Sie sehen hier einen sehr wichtigen Kollegen, der in dieser Hinsicht für uns ein besonders guter Gesprächspartner ist, Jürgen Straub aus Bochum, der sich eben, was sagen denn Objekte über Menschen und ihre Lebensformen? Ja, das ist eine zentrale Frage, wie man das interpretieren soll, gerade der Archäologie. Und es gibt derzeit ein großes Forschungscluster des Deutschen Archäologischen Instituts, an dem ich auch selber beteiligt bin, in dem es darum Connecting Cultures geht, also um eine gezieltes und vergleichendes Untersuchen solcher kultureller Austauschprozesse. Nun mag das alles etwas abstrakt und theoretisch klingen. Ich möchte in diesem zweiten Teil des zweiten Teils Ihnen einige Beispiele vorstellen, die zeigen, an welchen Plätzen und
in welchen Forschungskontexten man da zu Aussagen bisher gekommen ist aktuell. Das ist auf Sizilien, der Monte Iato, ungefähr 30 Kilometer südlich von Palermo, mit einer starken Beziehung nach Süden zu einer griechischen Kolonie. Und da untersucht der Kollege Erich Kistler aus Innsbruck mit seinem Team, wie sich durch das Ankommen der Griechen die Situation im Hinterland bei den Nicht-Griechen verändert. Weil plötzlich nicht, dass die Griechen jetzt wie Kolonialisten der Neuzeit das Gebiet erobert und unterworfen haben, aber es gab eine Ausstrahlung, eine Auswirkung auf das Hinterland und häufig wird das, was die Griechen machten, als besonders wertvoll und prestigeträchtig angesehen. Das heißt, die Einheimischen, die indigenen Anführer, Eliten, benutzen das, um ihre soziale Position und auch damit ihre politische Macht zu stärken. Und das kann man durchaus mit dem vergleichen, was beispielsweise in Afrika in dem Kontakt zwischen Briten und Franzosen beispielsweise, auch Deutschen und Einheimischen im 19. Jahrhundert passiert ist. Besonders für mich, besonders eindrucksvoll ist ein Beispiel, dass Massimo Osanna, ein italienischer Kollege, der jetzt der Chef von Pompeji ist, der Soprintendente, der in Torre Satriano, das ist eine etwa 1000 Meter hochgelegene Region in der Basilicata, da hat sich einer von diesen lokalen Chefs im Stil eines griechischen Tempels im 6. Jahrhundert ein Palazzo bauen lassen. Und er übernimmt griechische oder mediterrane, besser gesagt, mediterrane Produkte wie eine Sphinx. Und die Leute, die ihm diesen Palast wie einen Tempel, der sieht fast wie ein Tempel aus, gebaut haben, waren aber Griechen, denn wir haben von ihnen Graffiti gefunden, aus denen man sogar erkennen kann, dass die einen dorische Namen, die in Tarent, in den griechischen Tarent gesprochen wurden. Also das heißt, der hat sich also Handwerker aus Tarent, das ist doch immer eine ganze Ecke entfernt, holen lassen und sagt, ich baue mir hier was Besonderes. Vorher hatten die in runden kleinen Hütten gewohnt. Das kann man im Einzelnen studieren und hier zeigt sich dann direkt, wie sich ein solcher Kulturkontakt auswirkt, ohne dass das gleich eine Unterwerfung oder eine direkte Herrschaft sein musste. Denn wer da wirklich der Mächtigere war, ob die Griechen oder dieser Fürst im Inneren, das ist gar nicht ausgemacht. Und am Ende übrigens hatten diese Leute aus dem Inneren, das sind dann später, nennt man die Brutia oder Lucaner, zum Teil die griechischen Städte unterworfen und dann den griechischen Lebensstil komplett übernommen, wie man besonders schön in Paestum, Poseidonia studieren kann. Oder ein drittes Beispiel von meinem Freund Stéphane Verger von der École Normale Supérieure, das war eine Ausstellung, die in Frankreich gelaufen ist mit Materialien von Mont-Beuvray, gezeigt hat, der den Gang von bestimmten Objekten nachgegangen ist und damit zeigen konnte, dass dieselben Objekte in unterschiedlichen Kontexten bei den Galliern oder den Trägern der Hallstattkultur in Südgallien oder in Zentral- und Südgallien, bei den Griechen in Selinunt und in Gela und anderswo jeweils eine unterschiedliche Bedeutung hatten und für unterschiedliche Dinge verwendet wurden. Auch das ist wichtig. Zwei Beispiele etwas näher. Ich habe schon von der Insel Ischia gesprochen. Da ist jetzt hier von hier aus gesehen, also das ist die Nordwestecke der Insel und in dem Tal, das hinter dieser ehemaligen Akropolis liegt, auf einem älteren Plan ist es hier, ist eine Nekropole in San Montano. Sie sehen das an dem älteren Plan hier, gefunden worden. Und Pitekousai, das heißt, ist ein griechisches Wort, heißt Affeninsel, galt über viele, viele Jahre hinweg als eine der erste griechische Kolonie in Italien. Zeitlich kommt das auch hin, aber je mehr die Zeit voranschritt und je mehr man Material bekam und je mehr sich die Sicht auf die Antike veränderte, sprach man aber auch von einem Multikulti-Bereich mit sehr vielen Einflüssen, auch materiellen Gütern aus ganz anderen Regionen, nicht nur aus Griechenland. Und nun hat man in einem Grabkomplex, in dem ganz besonders viele Funde auch aus Kleinasien, aus
und dann vor allen Dingen von der Levante sind, also was wir mit den Phönikern zusammenbringen, ist ein Familiengrab aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus, hat man aber ganz viel Vasen und Geschirr gefunden, das man als griechisches Symposion-Geschirr bezeichnet. Das heißt, das Geschirr, was für eine spezifische Form der Geselligkeit der Griechen, das Gastmahl und das anschließende gemeinsame rituelle Besäufnis, um das mal deutlich auszudrücken. Ich sage rituell, es war nicht ein absolutes Komasaufen, sondern es ging schon nach gewissen Regeln, aber es war auch eine gewisse Lockerheit. Und das hat eine ganz spezifische Ausprägung und ist ursprünglich ein ganz deutlicher Elitehabitus der Griechen. Das machen die Eliten und gilt als elitär. Und wer dazugehört, der kann das. Der kann sich entsprechend bewegen, der kann auch singen, der freut sich an Tanzen, ebenso wie am Sex, der gehört auch dazu. Aber der kann auch ein bisschen dichten, er kann mit Dichtung umgehen. Und das zeigt uns nun ein Sensationsfund in diesem Familiengrab, übrigens in dem Grab eines Jungen, der das gar nicht erlebt, aber den sein Vater das offenbar reingegeben hat, findet man einen besonderen Gegenstand, den die Ausgräber dann aus vielen, vielen Fragmenten zusammengeflickt haben. Dieser Pithecusa, ein Trinkgefäß, das in den Kontext des Symposiums gehört, und da ist eine Inschrift drauf, das kann man hier kaum sehen, ist später eingeritzt, aber das ist dann in fertiger Form in dieses Grab. Sagen, pflegen Sie mich, also ungefähr 720 oder 10 oder 25 ist dieses in das Grab gekommen, wo es gefunden wurde. Also auf 10 Jahre kommt es nicht an, und auf diesem steht eine Inschrift. Ja, das ist hier eine Abschrift. Hier ist so, Sie sehen, das ist fragmentarisch, hier hat man es versuchsweise ergänzt, das Gepunktete. Und hier ist nochmal die Umschrift des griechischen Textes und zwei mögliche Übersetzungen. Dass es da zwei gibt, ergibt sich vor allen Dingen aus dieser Lücke hier, wo man nicht weiß, ob das Gegenwart oder Präteritum ist. Ich bevorzuge die zweite Version mit dem Präteritum und der dritten Person. Denn Nestors Becher ist ein berühmter Gegenstand aus Homers Ilias. In einer Kampfszene der Ilias wird beschrieben, wie ein Held ermattet zurückkommt. Es gibt eine Kampfpause und Nestor, der alte Nestor, bewirtet ihn mit einem riesigen Becher. Der wird in der Ilias beschrieben. Und die trinken und die erfreuen sich ihres Lebens und so weiter. Und geht die Szene weiter. Aber hier sagt er, das ist ja nur, Sie haben ja gesehen, das ist nicht so ein großes Gefäß. Das kann nicht der Becher von Nestor sein. Es kann auch nicht einen Nestor auf Ischia gegeben haben, weil der Name außerhalb der Ilias bei den Griechen kaum begegnet, so geläufig er uns vorkommt. Das heißt, es ist also eine Anspielung auf Homer. Das heißt, die Leute, die das konnten, die da zu Gastmahl lagen, kannten den Homer und konnten damit spielen. Na ja, ich bin zwar nicht dieser Superbecher, aber man ist auch ganz gut, gibt guten Sex oder so. Das ist eine sehr charakteristische symposiastische Konstellation, und nun gibt es gerade diese Form des Symposion spielt in der Diskussion über soziale Praktiken und über deren Verbreitung eine große Rolle. Es gab gerade wegen der Funde auf Ischia, aber auch sonst, die Vorstellung bei Oswin Murray, einem sehr renommierten Forscher überhaupt und auch über das Symposion, dass die Griechen das Symposion aus dem Orient übernommen haben. Aber voriges Jahr erschien ein Buch von Marek Wenchowski, einem polnischen Kollegen von der Universität Warschau, der ganz intensiv den Kontext des frühen Symposions überprüft hat und gesagt, nein, das ist griechisch. Wer das macht, ist vielleicht nicht Grieche, aber der macht, was ihm griechisch vorkommt. Also wenn das jetzt nicht Griechen waren, dann waren es doch Leute, die der griechischen Kultur sich geöffnet hatten und mit ihr vertraut waren. Denn die mussten in Hexametern dichten können und den Homer verstehen. Das ist keine oberflächliche Gräzisierung, wenn es eine Gräzisierung ist. Nun, zweites Beispiel, das ist ein Projekt, an dem ich selbst beteiligt bin, und das führt uns in eine ganz andere Gegend, die mir auch, bevor ich Präsident des DAI war, gar nicht so wirklich vertraut war. Und so kommt man manchmal an
an Aufgaben heran, die sich dann als sehr reizvoll entpuppen. Das ist das Schwarzmeergebiet, wo auch, ich habe das erwähnt, griechische Kolonien gewesen sind, bis hin zur Donmündung, Tanais. Und es geht um diesen Raum östlich der Meerenge von Kertsch, also östlich der Krim. Und gibt es immer noch ein großes Verbundprojekt, an dem alle möglichen Leute beteiligt sind. Und der Kern derer, damit Sie das mit Gesichtern verbinden, ist vielleicht etwas einfacher, außer mir selbst. Ich bin eigentlich nur so mehr das fünfte Rad am Wagen, Experte für komplizierte griechische Texte oder so. Sind hier zwei Archäologen, Udo Schlotzhauer vom Deutschen Archäologischen Institut, von der Eurasienabteilung, Denis Suravlev vom Historischen Museum in Moskau, der mal hier war als Humboldt-Stipendiat, Daniel Kelterbaum, ein Geograf von der Universität Köln, und Anka Dahn, eine aus Rumänien stammende Forscherin beim CNRS und an der École Normale Supérieure. Hier sind nun diese Methoden, habe ich Ihnen ja beschrieben, hier ist so ein Bündel von Methoden in den Arbeiten zutage gekommen. Und an den Plätzen, die hier bezeichnet sind, in unterschiedlicher Weise, also hier sind antike Siedlungen bezeugt mit diesen Punkten hier, und dann gibt es dort Bohrungen. Das gibt also auf der einen Seite traditionelle, hochkarätige archäologische Arbeit. Da wird unterstützt in der Bestimmung der Herkunft der Keramik durch die Archäometrie, insbesondere durch den schon sehr, sehr erprobten Hans Mommsen, der dann wichtige Auskünfte geben kann über die Herkunft der dort gefundenen Keramik. Dann gibt es diese geowissenschaftlichen Methoden, wo man also Bohrkerne bildet, und das war eigentlich der Ausgangspunkt, der wirkliche Clou, der uns eine große Überraschung beschert hat. Wir sehen hier die Situation von heute. Das ist eine Halbinsel, die Taman-Halbinsel. Man kann aber schon erkennen, dass diese Halbinsel relativ rezent ist. Es gibt dort auch fast gar keine Steine. Und das ganze Gebiet gehört in das riesengroße Delta des Kuban, eines großen Flusses, der aus dem Kaukasus kommt. Und also nördlich des Kaukasus, Nordseite des Kaukasus entspringt. Und bei diesen Bohrungen, muss ich nicht im Einzelnen erläutern, das ist der Gegenstand der Doktorarbeit von Daniel Kelterbaum, der vor allen Dingen hier so ein Transekt gemacht und hier, aber auch hier, diese Punkte sind auch sehr wichtig, und hat nun festgestellt, dass der Küstenverlauf, also das ist nochmal unsere Zeit mit den wichtigsten Plätzen, archäologischen Plätzen, dass er aber eine Geschichte hat, dass er nämlich im 5. Jahrhundert vor Christus hier durchfahren konnte. Es gibt also nicht nur eine Meerenge von Kertsch oder wie die Griechen sagten, chimärischer Bosporus, sondern einen zweiten, den nennen wir jetzt Taman oder Kuban Bosporus. Und der war im 5. Jahrhundert ungefähr so, und ist dann im 5. allmählich zugelandet. Ja? Um 0 ist hier schon dicht. Da gibt es aber hier noch eine Durchfahrt. Und dann hat man diese Gesamtkonstellation nochmal mit den verschiedenen Siedlungen. Hier das 6. Jahrhundert, 5. Jahrhundert vor Christus, die Zeit, ab der man die Siedlungen studiert. Man kann hier schon sehr schön sehen, dass die Siedlungen nicht nur hier liegen, sondern hier, zum Beispiel hier, hier, insbesondere hier. Und hier sind im Übrigen die bisher nachweislich ältesten Plätze. Also etwas geht mit griechischer Keramik etwa um 625 los. Die scheinen also ursprünglich hier durchgefahren zu sein, was auch ganz praktisch ist, denn hier kann man sich mit Schiffen, vormodernen Schiffsfahrt, viel besser bewegen. Hier herrscht nämlich im chimärischen Bosporus in der Regel eine starke Strömung von Norden in das Schwarze Meer hinein, weil letztlich das Asowsche Meer, hier können Sie das sehen, ist, wenn man so will, die Fortsetzung des Don. Ja? Es ist im Grunde eine große Hämorrhoidenlandschaft der Donmündung, um das mal etwas salopp zu sagen.
Und hier dann zu fahren, unter unterschiedlichen Wind- und Strömungsverhältnissen mit verschiedenen Möglichkeiten zu landen, war für die vormoderne Schifffahrt ungleich wichtiger. Konfrontiert damit, nun mussten wir umdenken. Wir mussten unsere antiken Texte, nur mal ein Beispiel, vor allem die Geographen Strabon und Ptolemaios, mussten wir neu lesen. Aber auch die Interpretation der Keramik, das war vor allen Dingen die Aufgabe von Udo Schlotzhauer, auch die Keramik hier neu zu definieren. Und wir sehen hier, das nennen wir Wild Goat Keramik. Die kommt nun im Wesentlichen, und das ist durch die archäometrischen Untersuchungen festgelegt worden, in der ältesten Phase aus dem nördlichen Ionien, aus der Region um Theos, nicht aus Milet. Das ist für uns schon ein auffälliges Phänomen. Und in späteren Zeiten allerdings kommt Keramik aus anderen Zentren im selben Stil, aus dem Marmarameer, aus der Gegend von Kyzikos. Und später dann, im 5. und 4. Jahrhundert, wird eine ähnliche Keramik, die wir vom Stil und der Machart her zunächst als griechisch bezeichnen würden, vor Ort hergestellt. Das zeigt also Ergebnisse von kulturellen Austauschprozessen. Wir haben dann außerdem, das will ich Ihnen nur kurz erwähnen, weil das mein Job war, wir haben dann auch die Orte, die wir bei Strabon finden, nach der Mantle Map von Strabon angeordnet und haben dann hier ein schematisches Bild, so wie sich Strabon kartografisch diese Region ungefähr vorgestellt haben mochte, nach seinen Angaben. Und dann spielen die Entfernungsangaben eine Rolle und dann ist es unsere Aufgabe, dieses Modell auf eine moderne oder historische Karte zu übertragen. Da gibt es bestimmte Messpunkte gemäß der antiken Geografie, also die zwischen der Mündung des Don und der Mündung der Meerenge von Kertsch. Die Meerenge von Kertsch, die ist zur Zeit von Strabons nach Christi Geburt, wegen der fortschreitenden Verlandung, ist die schon der Hauptweg geworden mittlerweile, mit großen Städten, die daran liegen. Und man kann dann eben diese verschiedenen Orte von Strabon versuchsweise in der Landschaft verankern. Und die großen städtischen Zentren, die wir jetzt finden, Phanagoreia, sindischer Hafen, ist ein Hafen, Sinder sind es, ein eingeborenes Volk dort, Hermonassa, Kepoi und das Heiligtum von Apaturon, das wird immer irgendwo lokalisiert und schon teilweise seit Jahrzehnten, Phanagoreia etwa hier oder Hermonassa etwa hier. Wir haben mal vorsichtshalber hinter alles erstmal ein Fragezeichen gemacht, weil Hermonassa auf jeden Fall gar nicht da liegen kann, wo man das angenommen hat. Man hat nämlich eine Meerenge angenommen, aufgrund der Beschreibung von Strabon, die sich nur hier erstreckt hat. Das heißt, man hat die Region viel, viel kleiner gehalten. Wir sind jetzt viel weiter nach Osten gekommen und das hat dann auch bestimmte Konsequenzen. Bei Ptolemaios kann man Ähnliches machen. Und wie gesagt, mit dieser Situation konfrontiert, sieht man, dass wir Siedlungsplätze wie hier, der ist jetzt interessant, Semibratnie, jetzt ist das mitten im Binnenland, sieben Brüder, da gab es Reste, die man für eine indigene Siedlung gehalten hatte. Jetzt nach unseren Forschungen haben da einige russische Kollegen nochmal nachgeguckt und haben, erstmal wissen wir, der Platz ist ja lag am Meer, das war ein Hafenplatz. Und hier ist jetzt ganz aktuell, relativ aktuell, sind ein monumentaler Bau, wohl aus der archaischen Zeit, also aus dem 6. Jahrhundert, zutage getreten. Wir wissen noch gar nicht genau, was das ist und wie der Ort heißt. Wir sind uns da selber noch nicht einig. Das kann man auch nach dem derzeitigen Stand noch nicht sagen. Was man aber sagen kann, aufgrund der vielfältigen Untersuchungen, die damit verbunden sind, wir haben hier einerseits eine Austauschregion, die Immigranten, die griechischen Siedler, die dahin kamen, waren interessiert an Fisch, wahrscheinlich aber hauptsächlich an Sklaven und an Metallen. Metalle
aus dem Kaukasusgebiet, aber nicht zuletzt auch an einer Verbindung, das waren Stützpunkte auf einem sich entwickelnden Handelsweg zur Donmündung. Man wollte in die Donmündung hinein. Das war der Clou. Darum sitzen die genau gleichzeitig hier und in Taganrog, da wo Ortwin Dalli unter anderem gegraben hat, also im Norden des Asowschen Meeres. Und Taganrog ist, wenn man so will, die Vorgängersiedlung von Tanais am Don, Donmündung. Man wollte in den Don hinein, weil man den Fluss als Verkehrsweg nutzen wollte, wie das dann über viele Jahrhunderte hinweg geschehen ist. Was wollte man da? Da gibt es Gold dahinter. Ja. Goldrausch. Wir wissen, wohin Menschen, was Menschen nicht alles machen, um zu Gold zu kommen. Jedenfalls Europäer oder Griechen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Man hat aber auch zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, man hat natürlich auch, die Griechen hatten anzubieten Luxusgeschirr, sie bringen auch Symposiumgeschirr und möglicherweise auch die Sitte des Symposiums mit. Sie bringen aber auch Handmühlen aus Stein, die es da gar nicht gab, ja, aus Vulkangestein. Das sind unscheinbare Funde, die uns allmählich eine Geschichte erzählen von einer bestimmten erkundenden Phase, bevor dann im 6. Jahrhundert oder gegen Ende des 6. Jahrhunderts die ersten richtigen Städte entstanden. Plötzlich gewinnen wir einen Einblick in die kulturellen Kontakte und werden diese Arbeiten noch weiterführen. Nur ein ganz kleiner Ausblick. Ich habe das vorhin, das haben Sie vielleicht gesehen, auf der Liste der verschiedenen Methoden und Ansätze, mit denen man die Quellen und das Material noch besser zum Sprechen bringen kann. Es gibt einen sehr, sehr faszinierenden parallelen Prozess von Expansion unter teilweise ganz anderen Vorzeichen, aber noch älter als diese sogenannte griechische Kolonisation. Das sind die großen Fahrten der Phöniker vom Libanon in den Westen des Mittelmeergebietes und in den Atlantischen Ozean. Ebenfalls, vor allem auf der Suche nach Metallen. Sie sehen, welche gewaltigen Entfernungen man zurücklegt. Und hier sind vor allen Dingen die reichen Metallvorkommen in Spanien, im südlichen Spanien zu nennen. Dies ist jetzt ein Prozess, der auch derzeit sehr intensiv untersucht wird. Hier spielt die Archäologie eine noch größere Rolle, weil wir nur sehr, sehr wenige Schriftquellen haben, die auch nicht besonders zuverlässig sind. Ich habe Ihnen hier, habt ja sehr profitiert, vor allen Dingen von den Arbeiten von Dirce Marzulli und den vielen spanischen und anderen internationalen Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt mit den Phönikern beschäftigen. Das ist insofern auch interessant, weil man dann unterschiedliche räumliche Horizonte auch verbinden kann. Hier die Heimat, da kann man im Moment nicht besonders gut archäologisch forschen, aber die saßen natürlich auch in Karthago, also in der Gegend des heutigen Tunis, und die saßen auch auf Sizilien, und insbesondere in Selinunt kann man die Reste der, sagen wir jetzt, punischen, also karthagischen Kultur, die aber mit der phönikischen zusammenhängt. Vieles gibt es auf Sardinien, vieles gibt es in Nordafrika bis hin zur Insel Mogador, und die sind eben bis in den Atlantik hineingekommen. Und man kann, wenn man diesen Prozess untersucht und den der griechischen Expansion, kann man durch kontrastive Vergleiche natürlich auch sehr viel lernen. Zum Schluss zu den Perspektiven und Problemen, wie das immer so geht. Ich gebe aber nochmal eine Zusammenfassung. Wir haben gesehen, neue Methoden und interdisziplinäre Arbeit in der Archäologie vor allen Dingen. Es gibt neue Ansätze in den Sozialkulturen und Geschichtswissenschaften. Und hier nochmal eine Zusammenfassung mit den Namen der Beispiele, die ich Ihnen gegeben habe. Das Grundproblem bleibt aber immer, und das hängt, das sagen einem die Kognitionspsychologen, das hängt damit zusammen, wie wir uns selber oder wie Menschen mit einem menschlichen Gehirn sich ihre Welt zusammensetzen, ihre Vorstellungen ordnen. Das nennen die Kognitionspsychologen Schemata. Wir haben bestimmte Schemata. Danach sortieren wir neue Eindrücke. So wie wenn Sie da einen Schrank haben mit Schubladen und sagen, jetzt das kommt dahin und das kommt dahin und das kommt dahin. Sie wissen immer, dass es nur, diese Schemata haben eine große Bedeutung, sie sind aber nicht endgültig, man kann sie modifizieren. Man kann sagen, das passt doch nicht in die Schublade, das muss woanders hin.
Aber meistens spielen sie eine, als Vorurteile oder so, eine ganz starke Rolle und es ist nicht leicht, sie zu relativieren. Und eine solche Rolle spielen auch, sind auch jetzt in der wissenschaftlichen Interpretation, sind diese Migrationsmodelle. Wir neigen genau wie die alten Griechen und andere dazu, Veränderungen, Phänomene der Neukonstituierung von Gruppen mit Wanderungsbewegungen zu verbinden, indem wir dann automatisch damit rechnen, diese Gruppen seien uralt und hätte es schon immer gegeben. Ja, und so machen wir dann, und das ist jetzt eine schöne Überleitung zu dem Vortrag nächste Woche von Philipp von Rummel, so machen wir uns dann ein Bild bei den großen Veränderungen, ja, hier wandern jetzt ganze Völker und wir nennen das Völkerwanderung. Und, aber schauen Sie mal genau hin, was sind das denn für Völker? Sind das Völker? Das ist überhaupt noch ein Problem. Und das wird dann noch problematischer, wenn das in die Genetik geht, wo es dann ein Kollege, der jetzt sogar Direktor in einem neu gegründeten Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte ist, oder for the Science of Human History, das jetzt nachgewiesen hat in einem Artikel in Nature, ganz ziemlich aktuell, dass die Europäer aus mindestens drei Ursprungspopulationen zusammengesetzt sind und wie die dann auch dahin gewandert sind, wo sie jetzt sind. Das ist, auch wenn es in Nature publiziert ist, durchaus erstmal nur eine Bestätigung von Schemata, die jemand im Kopf hat und die eigentlich uralt sind und ganz entschieden vorwissenschaftlich. Was müssen wir also machen? Wir müssen mit diesen Schemata rechnen, mit diesen Kategorisierungen, aber wir müssen sie immer wieder auf den Prüfstand stellen. Wir müssen sie mit Modellen der Pluralität multiperspektivisch untersuchen. Es geht um viel Arbeit, nicht um schnelle Publikationen. Hilfreich sind dabei Modelle wie etwa das Modell der Verdinglichung, die Unterscheidung, wenn man jetzt sich auf die Lebenswelten anderer Kulturen bezieht, die auch eine durchaus geradezu vorwissenschaftliche oder rationale Erklärungsmuster haben, eben die Schemata, die ich Ihnen zu den Griechen am Anfang vorgestellt habe. Es passiert dann etwas, was die Wissenssoziologen Berger und Luckmann gezeigt haben, es, die Menschen, die das konstruieren oder irgendwann durch Zuschreibung und Zuordnung als Identität festlegen, die verdinglichen das damit. Oder noch stärker, sie naturalisieren, dass sie sagen, wir sind wirklich verwandt, obwohl sie vielleicht gar nicht verwandt sind, in Wirklichkeit. Aber sie halten sich für verwandt und wenn sie sich fest dafür halten, ja dann glauben sie daran und dann ist dieses Phänomen verdinglicht oder sogar naturalisiert. Wenn also der Präsident eines, jedenfalls mindestens geografisch teilweise zu Europa gehörenden Landes sagt, ich kann durch Blutuntersuchungen feststellen, ob jemand zu meinem Volk gehört oder nicht, da hat sich etwas nicht nur verdinglicht, ja. Und ein anderes Modell, das ich gerne finde, ist der so, wir müssen, wie gesagt, abgleichen. Wir müssen etwas haben, wo wir sagen, das könnten wir als griechisch definieren, als Idealtyp im Sinne von Max Weber. Der hat ja den Homo economicus erfunden. Ja? Und das, da verwechseln manche Leute den Idealtypus, ein Konstrukt, bewusst Konstrukt, damit wir die unendlich komplizierte Wirklichkeit ein bisschen besser verstehen und ordnen können. Mache ich mal eine ideelle Vorstellung, einen Idealtyp, wie würde die Wirtschaft funktionieren, wenn alles komplett rational zugehen würde? Wenn alle Menschen nach diesen Kategorien sozusagen handeln würden. Also der Idealtyp Homo economicus. Das müssen Sie aber, das ist nur sozusagen die gedachte Größe und das müssen Sie dann vergleichen mit der Empirie und dann stellen Sie fest, ja, niemand handelt so. Der Idealtypus ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er in der Wirklichkeit im Reinzustand nicht vorkommt. Aber man kann immer wieder durch Vergleich diese unendliche empirische Fülle, ja, unsere Quellen, unsere Materialien, alles, was wir in Erfahrung bringen können, an Modellen abgleichen, von denen wir immer wissen müssen, dass sie nur vorläufig sind.
zu glauben, es gäbe den Homo economicus in der Wirklichkeit und damit wirtschaftliches Geschehen ausschließlich mathematisch darzustellen, ist jedenfalls nicht im Sinne von Max Weber. Und die Wirtschaftswissenschaften haben ja sich in der letzten Zeit auch davon abgewandt. Soweit sollten wir denken, diesen ständigen Abgleich. Und ich denke, das kann auch uns heute, oder diese Geschichte könnte uns auch dieser schöne Nestor Becher erzählen. Vielleicht ist das etwas zu kühn, aber wenn wir so verfahren und lernen, so zu verfahren, so ein Wechselspiel von Definition, Modellbildung oder Konzeptualisierung und immer wieder dem Abgleich der beobachteten Evidenz dessen, was wir finden und überhaupt herausfinden können. Dieses Hin und Her, könnten wir auch vielleicht Prozesse besser verstehen, in denen Menschen das eben auch immer tun. Menschen tun das auch. Sie haben ihre festen Schemata und sie vergleichen das Neue damit, aber sie neigen dazu, es immer wieder zu verfestigen, zu verdinglichen, daraus eine Religion zu machen. In dem großen Buch von Harari, Sapiens, ja, von diesem israelischen Medievisten, der sozusagen die Big History der Menschheit geschrieben hat, zeichnet sich, ob das nun stimmt oder nicht, die Menschheit gerade dadurch aus, dass sie etwas sich vorstellt und dann glaubt, dass es so ist und dafür tötet und sich töten lässt. Wir müssen das Bewusstsein, dass diese Mechanismen existieren, ob sie uns gefallen oder nicht. Aber als Wissenschaftler können wir vielleicht zeigen, an welchen Punkten man durch selbstreflexiven, rationalen Abgleich, in dem Sinne, wie ich das skizziert habe, diese Verfestigungen durch Analyse, Analyse heißt auflösen, wieder verflüssigen können, zeigen können, wie sie entstanden sind und damit zeigen, dass sie zwar verfestigt sind, aber nicht absolut fest und gar nicht Natur und überhaupt nicht alternativlos, sondern veränderbar und gestaltbar. Danke für Ihre Geduld.